So, dann werde ich mal den Kohlenhaufen verteilen und die Cam an Björn in die Hand drücken. Mal gucken, ob der das kann mit der Filmerei. Kannst du das? Das letzte Mal ist gescheitert auf der Dinge. Kommt der in den Krieg runter und muss Fußball gucken. Ja, weiß, und das bei mir. Und dann noch glaubt, er spinnt. Bisschen höher hängen. Das sehe ich ja gar nicht. Das kommt schon. Warte, warte. Kommt im Fenster. Das ist geil. Ach, sehr. Ui. Wie greift er die Kamera aus? Das weiß ich nicht. Wenn sie verglüht, zahlst du sie. Jetzt klar. Du hast es ja. Ja, genau. So als LKW-Fahrer. Da kriegt man doch nichts. Der Schell, der kommt Hunger sogar noch mit dem Dienstwagen hierher. Also der hat's. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mit dem Dienstwagen komme. Ich komme auch manchmal mit dem Dienstwagen. Deswegen klärt er mir auch nichts. So ist es. Der hat so viel Freiheiten. Der kann sich so viel Geld an anderer Stelle sparen. Der kann. Gerüchte über Gerüchte. Ja, also die Spieße sind mal gut gespießt. Ja, Leute, Grillen ist angesagt. Die doofe Haube ist im Weg. Und während die Spieße immer wieder mal gedreht werden, wird Schatzi hier den Braten anschneiden. Gott sei Dank bin ich nicht schuld, wenn er nicht schmeckt. Aber lecker aussehen tut er. Lecker riechen tut er auch. Und ja, ich habe noch mit der Kruste nach unten auf dem Grill kurz liegen lassen zum Aufkloppen. Du hast deine Pfote weg. Das ist gefährlich, wenn einer schneidet, mit den Griffeln reinzuschneiden. Ich hätte dich jetzt ausgelacht, wenn der Finger abgewesen wäre. Oh, jetzt sieht man was. Oh, Schatz, darf ich jetzt mal das Fleisch filmen? So. Ja, so sieht das aus. Also wie gesagt, beim Metzger gekauft. Ich kann euch nicht sagen, was alles in der Füllung ist. Weg, du blöde Fliege. Außer Mohrrüben, weil die sehe ich bis hierher. Damit Mädel. Oh, mein Tellerchen ist fertig und wir hocken hier jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, ich glaube 11 Leute. Hast du dir was verdient heute? Ja. Okay, hau rein. So Leute, die Schaschlik sind soweit fertig. Wir haben sie komplett auf der Höhe gelassen. Ab und zu mal ein paar Kohlen nachgeworfen. Dauer, keine Ahnung, bis fertig ist. Und jetzt holen wir sie von runter von der Spieße und dann kann man essen. Schon wieder. Haha, und schon kommt das nächste drum. Ja Leute, nehmt euch was zum Essen. Gefuttert werden muss. Ja. Ja, gehen wir ein bisschen tiefer mit dem Teil. Ja, hauen wir noch ein paar Kohlen drauf, dann passt es. So, dann legen wir mal unser Baconböppchen auf hier. Die lassen wir jetzt schön in der Höhe. Lieber Micha, ist das wieder mit Bekolan? Nein, Bekolan hat nicht geliefert, habe ich selber machen müssen dieses Mal. Ah. Wärst du schneller gewesen beim Verputzen, hättest du reinkommen können und zugucken können, wie ich die gemacht habe. Ach so. So. Dabei hast du gerade verputzt. Ja eben, kommt auch noch dabei. Tschüss Michi. Mörtel anmischen. Mörtelbatch. Tja Leute, man braucht nicht unbedingt Weberkugel oder einen anderen geschlossenen Grill. Es funktioniert auch so. Ja, und das beweise ich ja hiermit. Den Baconbomb auf, ja, auf dem offenen Grill. Oder was sagt ihr dazu? Klappt das? Grillen. Ja. Super.
Und jetzt hat der nächste Gang, der Schaschlik. Jetzt bin ich selber gespannt, wie es schmeckt. Oh, kann man nicht. So, beim Braten vorher hat es ja kein Probierer gegeben, aber jetzt beim Schaschlik, das ist ja wirklich selber gemacht. Leicht kommt noch der Jackie durch. Also richtig geil. Was sagt ihr alle dazu? Du, gell? Der Baggerfahrer wird wieder frech. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, schauen wir sie an, wie sie von unten ausschauen. Wenn wir es schaffen, die halt alle. Oder wir schauen uns an, wie der Michael umzudrehen. Ah ja, die können noch liegen bleiben. Die können definitiv noch ein bisschen liegen bleiben und dann drehen wir sie so, nachher irgendwann um. So Leute, jetzt wird es definitiv Zeit, die umzudrehen. Ja. Zumindest das erste Mal. Wow. Oh ja, gut, die hätten schon noch liegen können. Na, bleib dran, du Bacon. Ja, das ist der Grund, warum ich Weber und eine Bräuchenzange habe. Die eine ist für das gut, die andere ist für das gut. Was soll nur einer sagen, auf einem einfachen Grill wird sowas nicht gehen. So Leute, und jetzt kommt noch das Ananas-Experiment. Wir schmeißen sie einfach direkt rein. Und naja, vielleicht auch nachher an die Seite. Schauen wir mal, das experimentieren wir jetzt raus, ob das auch funktioniert. Naja, mit der Ananas sind wir ja ein bisschen arg spät dran, aber probieren geht über studieren. So Leute, die Ananas habe ich da hinten schön auf die Seite gelegt. Also von außen ist es schon schön schwarz. Jetzt gucken wir mal. Ich denke schon, dass wir die noch hinkriegen. Und Bacon Bomb nehmen wir jetzt runter und David, da behalten. Ja, die hole ich jetzt runter und dann wird sie angeschnitten. Ah, nehmen wir gleich die. Oh, kann ich sogar sitzen bleiben. Cool, gell? Bitte schön, Schatzi. So, falls das so? Ja. Ich mache einfach mal einen brutalen Mittelschnitt. Oh. Plop, plop, plop. Ja, noch mehr. Oh, ja. Oh, das sieht gut aus. Ja, aufschneiden, essen. So, und jetzt probieren wir mal diese Hawaii Bacon Bomb. Ja, weil die ist unter versifft. Doch. Simone? Ja. Ja, genau, mach so. Was ist denn das Blech los? Warum ist das für Frosch? Also auch diese Kirschglasur. Schmeckt mir richtig geil raus. Also da haben sie was Feines zusammengefasst. Hände muss Obacht geben. Wir speisen jetzt die nächste Runde. Ja, und dann schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. Ob wir noch Fleisch aufschneiden oder sonst irgendwas. Schauen wir mal. Jetzt müssen sie erst mal die Bacon Bomb aufessen. Ui, da drüben Feuerstelle und hier glüht. Was ist das? Ah, die Ananas. Ja, wir werden sie jetzt mal probieren aufzuschneiden, ob das Ding was geworden ist oder ob sie innen auch verkohlt ist. Nimm die Zange dazu. Drehst du das Ding bitte sofort wieder um und schneide es erstmal unten ab, bevor du mir hier ein Loch in mein Brettel neibrennst.
So, und jetzt nimmst du nämlich die Ananas hoch und dann tue ich den Trecker mal da runter, schmeiß ins Feuer rein. Jo, und jetzt müssen wir das Brett ein bisschen sauber machen, weil sonst haben wir die ganze schwarze Pampe wieder am Fruchtfleisch. Moment, wir kommen gleich wieder. Jo, weiter geht's mit der Ananas. Da haben wir gleich noch ein paar Kohlen rein, dann geht es. Ja, lassen wir mal Schatzi fertig schnibbeln und dann schauen wir uns das ganze Teil an, wie es geworden ist. Ja, die Ananas wird weiter zerlegt. Also ich habe jetzt mal einfach so Pixer daher, weil das ist ja eigentlich nur eine Test-Ananas. Und dann essen wir die einfach so mit Pixer schnell auf. Ja, da habe ich noch ein paar Kohlen drüber. Nein, und wächst Gemütlichkeit. Kommt jetzt ein bisschen was von dem Namwood auch noch mit dazu. Und das heute ist mal echt geil. So richtig geil für die Krikota. So immer ein oder zwei Scheitel, dann haben wir es hier gemütlich. Da schnapp ich mir ein Stückchen Ananas. Also mir fehlt ja auch noch dieser Halter für die Wokpfanne. Hätten wir den jetzt schon da gehabt, dann hätten wir sie noch flambiert. Mhm. Aber jetzt schon. Jetzt haben wir schon das Puschen. Geil. Richtig geil. Ultimative Rauchtest. Und ich muss sagen, also auf der Cam sieht man es leider nicht so, aber doch, der Rauch zieht ziemlich gut ab. Ein bisschen was geht jetzt neben aus, aber das ist eigentlich minimal. Ja. Man soll ja doch kein Zebra da reinschmeißen. Das qualmt. Wer hat das gemacht? Leute, jetzt kommen wir zu dem angenehmen Teil. Ich habe ja hier noch den Walnusslikör, den Butter and Scotch Likör und dann hier noch ein Don Papa, den habe ich mir auf der DGM mitgenommen und die waren damals aus Hameln, wer sich erinnert, wo wir mit der oder auf der Veranstaltung von der Grillshow waren. Ja, so die meisten sind weg. Philipp das Weichei ist sacki zu in sein Bett hoch. Ja, Patricia. Ich hab ihn unter den Tisch gesoffen. Er verträgt ja auch nichts. Und ich bin nüchtern. Was habt ihr mit dem Philipp angestellt? Der hat ein Glas Eistee mit Wodka getrunken, Milch. Der Schnellzug, gell? Das war er damals in Hamelnau. Ja, ja. Unglaublich, unglaublich. Also wir machen es hier jetzt in der Krikota uns noch ein bisschen gemütlich. Man sollte sich nie mit Erwachsenen beim Trinken anlegen. Ja. Und dann beende ich hiermit jetzt das Video offiziell. Vielleicht kommen noch ein paar Aufnahmen hinterher, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt auch noch morgen was zum Frühstück als Video hinterher, was in den Teil noch mit reinpasst. Und ansonsten, hasta la vista.